UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gequält haben. Lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. Also warum wisst ihr davon nichts? Milliardäre essen Kinder. Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Und Echsenmenschen regieren die Welt. Und wenn wir das alles so weiterspinnen, dann sind wir hier alle Schlafschafe, sogenannte Schlafschafe. Mein Name ist Christina Pohl. Ich erkläre, ich bin hellwach. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Eine pädophile Elite, eine satanistische Elite, entführt Kinder, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu machen. Das denken die QAnon-Anhänger. Woher kommt dieser Name QAnon eigentlich? Warum ist Deutschland Nummer 2 unter den Anhängern auf der Welt? Und wie kommunizieren die eigentlich untereinander? Zum Verhör erschienen sind Adrian Altmaier, Reporter bei Spiegel TV, Marie Groß, Reporterin bei Spiegel TV und Miro Dietrich, Rechtsextremismus-Experte mit Schwerpunkt auf Technologie und Gesellschaft. Schön, dass ihr der Einladung zum Verhör gefolgt seid. Unsere Reporter, also ihr beiden seid das, ihr habt viele dieser Verschwörungsfanatiker auf den Demos getroffen. Ihr habt die immer wieder erlebt. Ist es so, dass sie so offen damit umgehen? Weil für mich klingt es sehr weit entfernt, ehrlich gesagt, das mit den Theorien. Das Interessante ist, dass während unseren Recherchen wir immer dachten, weil wir haben uns damit befasst und dachten, okay, da wird offen niemand drüber sprechen, selbst wenn die das denken. Deswegen haben wir ja auch ganz lange oder viel Zeit investiert, darin mit Leuten abseits von Demos zu sprechen. Und dann war eben dieser Moment in Berlin, wo wir plötzlich gemerkt haben, und insbesondere Adrian in diesem irren Moment, dass die doch sehr offen darüber sprechen. Genau, also das ist halt oft bei den Demos so, wenn man da mal jemanden findet, dann sprudelt das halt förmlich aus den Menschen heraus, obwohl man ja eigentlich als Gesprächspartner eher so das Feindbild vertritt. Mhm. Aber wenn man da mal jemanden hat, der mit einem spricht, da hat sich dann wirklich viel angestaut. Wenn man dann, glaube ich, so Wochen und Monate bei Telegram oder so unterwegs ist, dann muss das halt irgendwie anscheinend einfach raus. Spiegel TV, Diktatur, Propaganda! Was ist denn dieses Zeichen da? Kennst du das nicht? Was ist das denn? Alle wissen's, weltweit! Was ist es denn? Erklär's mir. Erklär dir gar nichts. Spiegel TV, ach. Ist das schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Wogegen will man denn kämpfen? Denken Sie mal drüber nach, aber vorher sollten Sie erstmal lieber kündigen. Spiegel TV. Hier, ihr seid Lügenpropaganda. Was bedeutet denn das Kuh auf Ihrer Weste? Ja, weißt du doch ganz genau. Willst du mich verarschen? Was bedeutet das denn? Where we go one, we go all. Q, QAnon. Und ich glaube auch dieser Moment, wo eben dieser, wie so eine Art Gottesdienst oder dieser Moment ist, wo alle die gleiche Meinung haben, ist halt plötzlich auch eigentlich Dinge zu sagen, die unsagbar sind, vollkommen in Ordnung. Weil man das Gefühl hat, okay, sind ja alle dieser Meinung. Vielleicht klären wir aber erstmal, woher die QAnons überhaupt kommen. Also uns allen sind sie wahrscheinlich ins Gesicht gesprungen mit Donald Trump in Zusammenhang. Daher kommen die auch aus den USA. Wer ist denn dieser Q eigentlich und wie haben die zusammengefunden? Also wer Q genau ist, das kann man nicht so sagen. Es gibt da ganz gute Theorien. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es über die ganze Zeit die gleiche Person war. Prinzipiell dreht sich die Erzählung darum, dass auf einem Imageboard, auf einer eher dunkleren Seite des Internets, eine Person angefangen hat zu erklären, sie hätte Geheiminformationen über einen geheimen Plan und sie hat diese Informationen eben mit Q unterschrieben, was in dem Fall für die höchste Geheimhaltungsstufe in den USA steht, die man haben kann. Das klingt irgendwie nach James Bond auch, ne? Genau, es hat sehr viel immer von Narrationen, die man aus Filmen kennt. Deshalb funktioniert das für die AnhängerInnen sehr gut, weil die dieses Emotionale, es ist irgendwie, man verfolgt einen Film, es ist sehr spannend. Das sind Erzählungen, die den Menschen begeistern, die vielleicht oft spannender sind als die oft sehr banale Realität von diesen Abläufen. Prinzipiell ist dieser Q-Poster in eine Zeit gefallen, in der viele Leute ein Problem hatten. Und zwar, sie haben jetzt Trump gewählt, der ihr größer Erlöser sein sollte. Es ist aber nichts passiert. Seine Versprechen hat er nicht eingehalten, es konnte sich nicht wirklich was ändern.
Und dafür war die Secure-Erzählung sehr praktisch, denn die beschrieb, dass Trump eigentlich die Welt retten will, aber es geheime Kräfte gäbe, die ihn daran hindern. Die Echsenmenschen, oder? Wer ist das genau? Wer hindert ihn daran? Das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Teile man von QAnon glaubt. Aber prinzipiell geht es um einen Deep State, also einen Menschen im Staat, die nicht gewählt sind, um eine geheime Elite, die die ganze Welt steuern würde. Da sind dann Hollywood-Stars mit dabei, da sind irgendwelche Prominente mit dabei und Politiker, die gemeinsam die Welt knechten wollen. Und Donald Trump als großer Außenseiter wäre jetzt gewählt worden, um diese Rettung, um diese Erlösung herbeizubringen. Und diese QAnon, also Q hat es sehr gut geschafft, mit seinen Beiträgen den Anhängern zu erzählen, auch wenn ihr denkt, es schaut gerade schlecht aus und es passiert nichts, im Hintergrund passiert ganz viel. Und die Dinge, die ihr gerade irgendwie denkt, die schief laufen, eigentlich laufen die ganz gut. Und ich glaube, dieses Bedürfnis vieler dieser Trump-Anhänger hat diese Erzählung sehr gut erfüllt. Also was mich so ein bisschen wundert, ist, dass man diesen Q nie gefunden hat. Die NSA wird sich doch auf dessen Spuren gesetzt haben, oder? Also warum ist das so dubios? Ist das wie so, gab es den jemals wirklich? Es gab auf jeden Fall Personen, die diese Beiträge geschrieben haben. Es gab ganz gute Analysen. Man hat viel mit so Sprachanalysen gemacht. Man kann sagen, dass Q ist irgendwann mal von 4chan, dem Imageboard, auf ein anderes Board, auf 8chan gewechselt. Und dort die Betreiber der Plattform sind recht nah dem Ganzen. Einer, der Sohn, tritt jetzt öffentlich auf und redet sehr ähnlich wie Q damals. Mhm. Und das sind die Personen, die auch als Q hätten posten können, ohne dass irgendjemand das mitbekommen hätte. Man hat auch einen Verdacht, wer die Person davor ist. Aber das nachzuweisen, also endgültig zu beweisen, werden wir wohl nie. Das vielleicht spielt auch jetzt keine Rolle mehr, weil es ist ja in der Welt. Die Frage ist ja, also ich meine, radikale Christen erzählen auch überall komische Sachen. Die glauben auch an Teufelsaustreibung. Warum ist denn diese QAnon-Bewegung so gefährlich und was macht sie rechtsradikal? Bei QAnon sehen wir eine Ansammlung ganz vieler unterschiedlicher Verschwörungserzählungen, die zu einem Weltbild gesponnen werden. Eben, dass es diese geheime Verschwörung gäbe, im Geheimen würde uns etwas Schlechtes. Und was es so gefährlich macht, ist, dass wir eine sehr starke Emotionalisierung haben. Das heißt, es geht dabei, dass Kinder im großen Stil von einer pädophilen, satanistischen Elite gefoltert und in Blut getrunken wurde. Also ein sehr emotionalisierendes Thema. Und das haben wir oft gesehen, dass das viel eher zu Gewaltbereitschaft führt. Weil wenn man jetzt denkt, in Bunkern werden Kinder geopfert, dann ist es natürlich, geht man natürlich anders um. Und so erklärt sich das auch, dass diese Leute so bereit sind, darüber zu sprechen. Weil sie haben muss es doch irgendwo auf der Welt mal einen Beweis gegeben haben. Was haben denn die Demonstranten da so angeführt? Beweise gibt es Tausende laut denen. Also ich glaube, es gibt da ja auch Videos, Videomaterial oder es gibt auch irgendwie verschiedene Dinge inzwischen, wenn man mit denen spricht, die sehen die Zeichen überall. Also ich glaube, wenn man da einmal in diese Logik eingestiegen ist und sich der eigenen Logik quasi die ausgezogen hat, die QAnon-Logik angezogen hat, ist das ist alles plötzlich ganz klar. Und da gibt es dann eben Bilder, die sagen dann, oder es gibt dann oft Leute, die sagen, ja, da gibt es Bilder, da gibt es Videos. Warum habt ihr euch das nicht angeguckt? Das ist doch ganz klar. Von eben auch Kindern, auch schlimme Videos zum Teil, die natürlich dann, wie Miro sagt, emotionalisieren und einem das Gefühl geben, okay, wir müssen jetzt hier Kinder retten und befreien. QAnon sagt ja, dass Eliten Kinder in Bunkern missbrauchen. Glauben Sie das? Ein Fakt, ein bewiesener Fakt. Inwiefern bewiesener Fakt? Können Sie doch selbst nachdenken. Sie sind doch Journalisten. Das ist doch eigentlich Ihr Job, das zu recherchieren und uns Menschen das der Wahrheit nahezubringen. Weil Sie haben ja die Beweise anscheinend, dann können Sie mir das ja auch sagen. Warum haben Sie die Beweise nicht? Warum müssen wir Bürger, warum müssen alle wir Beweise für all diese Schandtaten und Ihnen das erklären, obwohl Sie Journalisten sind und dafür bezahlt werden, uns die Wahrheit zu präsentieren? Was sind denn die Schandtaten? Ja, haben Sie doch gerade schon gesagt. Entführte Kinder, misshandelte Kinder, dass man uns die Freiheit nimmt, dass man unsere Grundrechte wegnimmt, dass man uns zwingt, einen Maulkorb zu tragen. Exemplarisch kann man vielleicht mal die Geschichte erzählen. Wir viele erinnern uns an das Video, wo Xavier Naidoo sehr emotional bestürzt in die Kamera weint und eben von dieser Substanz erzählt. Er denkt, dass Kinder befreit wurden und er weint vor Glück. Puh. Also, wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder
aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Und die Geschichte ist, dass das zu einer Zeit der Pandemie war, wo die Krankenhäuser in New York voll waren und deshalb im Central Park Zelte aufgebaut wurden. Dort hat sich im QAnon-Universum eine Geschichte ersponnen, dass jemand auf Soundcloud eine Datei hochgeladen hat und gesagt, seine Schwester würde dort als Krankenschwester arbeiten und die Zelte sind nur ein Cover und eigentlich werden da Kinder aus unterirdischen Bunkern geholt. Und diese Geschichte hat dann den Weg zu Xavier Naidoo gefunden und so dachte er, das war einer der Beweise für, dass diese Kinder jetzt gerettet werden. Also das ist so eine Anatomie einer Geschichte. Also man muss ja sagen, diese, wenn du auf Beweise ansprichst, also wenn man da die ganze Zeit im Internet unterwegs ist und durch Telegram scrollt, das ist ja alles so viel, das sind so viele Videos, das sind so viele Bilder, das kann man ja quasi nur komplett aus dem Kontext reißen, weil man kann das ja alles gar nicht nachverfolgen, wenn man da irgendwie einen Clip sieht von Kindern, die mit Blut überströmt sind, dann scrollt man ein bisschen weiter runter, dann kommt da direkt der Nächste und ich glaube, so entsteht dann halt so ein Gesamteindruck, was halt so ein Gefühl hinterlässt, dass man halt irgendwie halt im Bilde wäre. Welche Rolle spielen jetzt die Politiker? Also Donald Trump war so eine Art Prophet, wenn ich das richtig verstehe, Erlöser. Ja. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Putin mit seinem Krieg im Moment? Ist das auch ein Teil dieser Erzählung oder wird das Teil dieser Erzählung? Wie wir 2020 ja gesehen haben, ging es nicht nur darum, dass man Donald Trump als Erlöser gesehen hat, sondern die Leute standen in Berlin an der Demonstration ja auch vor der russischen Botschaft. Sie sehen den Westen eben unterwandert von dem Deep State, von dieser geheimen Elite. Und sie sehen, wie jemand gegen den Westen aufsteht. Und es setzt sich auch sehr viel bei denen durch, so das Gegenteil von den Mainstream-Medien ist wahr. Das sehen wir auch in dem jetzigen Konflikt. Deshalb sind sie jetzt ganz stark auf der Seite von Putin, weil sie denken, er setzt sich jetzt hier ein Zeichen gegen den Westen. Und er lässt sich nicht von diesen Verschwörern, die uns die Presse vorlügen, beeindrucken. Und jetzt, wenn wir uns heute QAnon heute anschauen, sind sie ganz klar auf Linie von Putin. Sie reden eben auch davon, dass die Ukraine jetzt entnazifiziert würde. Und all diese Erzählungen, die aus Seiten Russlands kommen, werden dort eins zu eins geglaubt und verbreitet. Und was ich ganz interessant fand, was du ja auch andeutest irgendwie, ist, dass es wird ja immer von einem Sturm gesprochen, dass irgendwann der Sturm kommt, der quasi das ganze System und die ganze Verschwörung und die satanischen Eliten quasi wegwischt. Und wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Moment jetzt für manche gekommen mit der Ukraine. Für QAnon ist der Sturm gefühlt alle zwei Wochen. Es gibt immer einen Grund, jetzt geht's wirklich los. Jetzt wirklich, nein, aber diesmal wirklich. Aktuell haben wir wieder einen Moment, wo sie natürlich sehen, ein großer Konflikt entsteht. Sie sehen jetzt, dann geht's wieder um, es geht ja darum, ob Russland aus unserem Bankensystem rauskommt. Bankensystemfinanzierung ist für sie ganz wichtig. Da haben sie ihre eigenen Ideen, wann ein neues Bankensystem kommt. Also das ist für sie jetzt auch ein Start eben für diesen Sturm. Aber wir haben auf den Demos, haben wir auch von Anfang an halt Fahnen gesehen, das ist halt total irre. Ne? Muss man sich vorstellen, das ist eine Fahne, das ist die Fahne vom Deutschen Kaiserreich und da drauf ist dann das Konterfei von Trump und von Putin nebeneinander und dazwischen dann ein großes Q und das ist halt, also es ergibt eigentlich total gar keinen Sinn. Also das muss halt irgendjemand zu Hause erstellt haben mit einem ziemlich irren Plan im Kopf und aber was ich ganz interessant finde, so Trump ist ein, sag ich mal jetzt so, der starke Mann. Also er spielt den starken Mann und Putin spielt halt auch den starken Mann. Und deswegen ist es wahrscheinlich halt auch eher, also deswegen ist es halt auch eine rechte Erzählung, weil er dieser starke Mann halt am Ende sehr wichtig ist in dieser Geschichte. Aber Putin behauptet doch das Gegenteil zu tun, dass er gegen die Nazis kämpft. Ja, ich glaube halt bei QAnon und bei vielen anderen Narrativen und Erzählungen ist ja immer die Gegenseite, das sind ja immer die Faschisten. Also man bezeichnet ja immer gern einfach den Gegner als Faschisten und man ist selber, ist man immer im Kampf gegen den Faschismus. Das sieht man ja gerade auch in der Ukraine. Und Anhänger von QAnon würden jetzt sich selbst nicht als Nazis oder als Rechtsextrem bezeichnen. Aber wenn man sich anschaut, was sind ihre Kernerzählungen, was ist das Weltbild, was sind ihre Feinde, was sind ihre Freunde, dann sieht man ganz klar, dass sie sehr deckungsgleich mit einem rechtsextremen Weltbild sind.
Weil insbesondere natürlich ja auch der Antisemitismus einfach immer die führende Rolle da spielt. Also die Eliten, das sind immer eigentlich die Juden in Verbindung mit Politikern, mit Journalisten. Aber der Böse, der Satan, ist immer in gewisser Weise jüdisch. Die haben auch einen Schlachtruf, ne? Ich glaube, du hast das mal gefilmt, da waren Leute in so einem Polizeiwagen. Was hatte das zu bedeuten? Ich fand das sehr merkwürdig, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die so in so einem Polizeiwagen durch die Gegend gefahren sind. Das sind sogenannte Friedensfahrzeuge. Das geht auf ein Ehepaar zurück, das war schon während der Montagsdemos und anderen Friedensbewegungen, also Friedensbewegungen, aber Friedensmärschen vor der Corona-Pandemie, so dass es da diese Autos gab, die selber angeblich wegen des Friedens irgendwie auf die Straße fahren, von der Art her sehr irgendwie an Polizeistreifenwagen erinnern und da eben auch ganz klar Botschaften verbreitet werden, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen, wie eben zum Beispiel QAnon. Bei einem war es so, dass dann eben an der Fensterscheibe stand WWG1, WGA, was heißt Where We Go One, We Go All, also ungefähr übersetzt einer für alle, alle für einen. Ich weiß es nicht, so hat es zumindest Michael Ballweg mal übersetzt. Und das ist die Parole, die für QAnon steht, die ihr Schlachtruf ist in gewisser Weise und die eben wirklich sehr verbreitet ist auf den Demos. Sie haben da hinten auf Ihrer Scheibe Q stehen, was heißt das? Q? Könnt ihr mal nachgoogeln. Was heißt denn WWG1, WGA? Where we go one, we go all. Einer für alle, alle für einen. Was ich ganz interessant finde, ist, diese Leute hängen ja, also an dieser Demo, die wir gedreht haben, die war in Berlin, da sind Leute aus ganz Deutschland hingekommen und die Menschen hängen halt sonst zu Hause relativ distanziert voneinander in diesen Telegram-Gruppen rum und ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das war auch wie so ein Treffpunkt, also viele haben sich halt auch, da sieht man sich dann zum ersten Mal und es ist so ein bisschen so, das Internet wird dann halt so zur Wirklichkeit und okay. Es war halt wirklich so verrückt, wie halt auch so eine Telegram-Gruppe halt am Ende ist. Warum ist Telegram so attraktiv für die? Seit 2016 haben die großen Social-Media-Plattformen viel mehr gemacht, ihre Community-Standards auch umzusetzen. Das heißt, bestimmte Beiträge können dort nicht mehr stattfinden, nachdem wir immer mehr gesehen haben, dass QAnon auch mit Offline-Gewalt in Verbindung steht, haben fast alle großen Plattformen QAnon gesperrt. Das heißt, dass man QAnon-Inhalte nicht mehr zumindest sehr offensichtlich posten kann. Und der größere Trend, sehen wir auch für andere Rechtsextreme, ist eben derselbe. Telegram bietet sich hier perfekt als Plattform an, weil es ihnen alles auf einmal bietet. Man hat bei Telegram ja nicht nur die privaten Chats, die man miteinander haben kann, sondern man kann auch unendlich große Gruppen haben. Mhm. Man kann aber auch Kanäle machen, auf denen man nur selbst senden kann. Das heißt, man hat einen Ort, an dem man irgendwie Propaganda betreiben kann und irgendwie seine Inhalte verbreiten kann. Man hat aber auch geschlossene Räume, Chaträume, in denen man mehr organisieren kann, in denen es mehr um die Gemeinschaft geht. Wenn man dort mitliest, geht es auch viel um, dann schreiben die Leute sich jeden Tag guten Morgen, guten Abend. Also es ist wirklich so eine Ersatzfamilie. Und ich glaube, gerade in der Pandemie, wir haben ja gesehen, dass QAnon vor allem durch die Pandemie erfolgreich wurde. Mit Beginn der Pandemie sind die Zahlen von Gläubigen von QAnon extrem gestiegen, dass die Menschen dort sehr einsam waren und irgendwie eine Gemeinschaft gefehlt hat. Mhm. Und dort haben sie eben im Digitalen diese Gemeinschaft gefunden. Gleichzeitig haben sie auch noch einen Sinn bekommen. Ich glaube, viele Menschen fehlt so die große Erzählung ihres Lebens. Und QAnon hat diese actionreifen Erzählungen von der epische Kampf von Satanisten gegen die Guten und wir sind auf der Seite der Kinder und es gibt immer eine neue spannende Erzählung. Und so diese Selbstbeschreibung, ich habe jetzt hier irgendwie eine Gemeinschaft, mit der ich einen Sinn habe, ich kämpfe für Kinder. Ich glaube, das war gerade in der Pandemie für sehr viele Menschen sehr entscheidend, warum sie sich hier aktiv geworden sind. Gibt es denn bei Telegram einen Zusammenhang, kann man das irgendwie sehen, ob die Pandemie so eine Art Katalysator war für die Leute, da zu posten? Ja, das sieht man ganz klar bei der Entwicklung von Telegram. Also Telegram in Deutschland, die Popularität hat begonnen in 2018. Es wurde schon zu den Unruhen in Chemnitz dorthin mobilisiert. Aber vor der Pandemie waren die größten Kanäle Martin Sellner und Oliver Jannich. Die waren so bei 44.000, 45.000. Und wenn wir jetzt uns die Entwicklung irgendwie anschauen, wie es dann weiterging, dann ging es sehr schnell nach oben, über an die 170.000. Wo ist die Pandemie? Wo beginnt sie sozusagen? Kann man das sagen? So hier etwa beginnt die Pandemie. Also wir sehen, dass wenn von 2018 wächst das so ganz langsam vor sich hin. Die größten Accounts, wie gesagt, 45.000 in etwa. Und dann sehen wir eben diesen explosionsartigen Wachstum.
Und das sehen wir auch daran, damals waren die größten Kanäle unter 50.000. Mittlerweile beobachten wir mehr als 33 Kanäle, die über 100.000 Abonnenten haben. Also das ist jetzt wirklich kein kleines Feld mehr. Und wenn man sich den größten Kanal anschaut, von Reitschuster, von Boris Reitschuster, der ist über 300.000 Abonnenten mittlerweile groß. Also das ist wirklich von einem sehr kleinen Feld zu einem großen Feld gewachsen. Und wir können uns eben auch diesen QAnon-Kanal anschauen, dass auch ohne, dass Trump im Amt war, vollkommen danach, das waren keine Leute, die noch in diesem Q-Kanal irgendwie drin geblieben sind, sondern dass man auch nach dem Ganzen noch über 100.000 Menschen mobilisieren konnte, nur diese QAnon-Inhalte zu konsumieren. Zeigt doch deutlich, dass aus dieser Bewegung die Luft noch nicht raus ist. Okay, die großen Plattformen haben quasi die Sachen, die justiziabel sind, aus dem Netz genommen. Aber warum muss Telegram das nicht tun oder musste das nicht tun? Telegram prinzipiell verweigert sich, größtenteils nationales Recht zu befolgen. Die Gründungsgeschichte von Telegram ist ja, oder der Mythos zumindest, den sie selbst erzählen, ist eine Plattform zu bieten, eben auch für Dissidenten oder in Ländern, wo die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Das sind die beiden, die wir da hinten sehen, die Gründer von Telegram, richtig? Genau. Ja, das war deren Idee. Die sind damit sozusagen auf den Markt gegangen und haben gesagt, wir wollen hier den Dissidenten, den Menschen, die schlecht behandelt werden, eine Plattform geben. Also der Mythos, den der Gründer Pavel Durov erzählt, geht zumindest in diese Richtung. Und das ist ja auch, wir haben es ja tatsächlich gesehen, dass in vielen osteuropäischen Krisen Telegram auf der einzige Ort war, wo diese Menschen posten konnten, wo sie Inhalte erstellen konnten. Man muss natürlich sagen, dass Plattformen erkennen müssen, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt in Diktaturen Gesetze die Meinungsfreiheit einschränken oder ob es in einer Demokratie darum geht, dass Leute zum Mord aufrufen. Aber die Frage ist ja, warum man, wenn Telegram solche Inhalte auch hier bei uns im Land verbreitet, warum man sie dann nicht verbietet bzw. sie dazu verpflichtet, sie aus dem Netz zu nehmen. Warum ist das so schwierig? Prinzipiell sitzt Telegram, hat keinen deutschen Sitz. Sie sitzen angeblich in Saudi-Arabien. Angeblich, man hat keine Adresse sozusagen. Man hatte lang keine Adresse, ja. Und es ist unklar, wo die Server sind. Es gab ja mehrere Beschwerden nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die nicht zustellbar waren. Jetzt sehen wir gerade eine Änderung, dass über Google, Telegram ja im App Store verfügbar ist, einen Kontakt haben, eine Verbindung hergestellt haben. Jetzt sehen wir, dass Pavel Durov hat sich mit Deutschland getroffen und einzelne Kanäle wurden gelöscht. Wir sehen eine leichte Veränderung. Aber Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhaken darf. Also die deutsche Regierung muss quasi einen Tech-Giganten ansprechen, um an eine E-Mail-Adresse zu kommen? So ist es. Ist es, also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also so eine Regierung muss doch andere Mittel haben, an so eine Plattform ranzutreten. Wir können uns Russland als Beispiel nehmen. Die haben auch probiert, Telegram abzuschalten, weil Telegram eben auch nicht reagiert hat, wenn sie Inhalte offline haben wollten. Russland hat das damals probiert über IP-Sperren. Das hat nicht funktioniert. Telegram war geschickt genug, die IP zu wechseln. Es wurde viele Teile des Internets gesperrt, die damit nichts zu tun haben. Und daraufhin hatte Russland damals wieder aufgegeben. Also es ist auch für Russland war es nicht so einfach, dem Ganzen irgendwie Einhalt zu bieten. Das liegt daran, dass die sozusagen digitale Nomaden sind. Die wandern durch die Welt und wechseln die Server wie unsere Unterhosen, oder wie? Die Server sind überall auf die Welt verteilt, also ist unklar, wo sie sind. Und wenn man keine Adresse hat, an die man das Unternehmen erreichen kann, ist es schwer, dem Einhalt zu gebieten. Das klingt gefährlich. Also das Interessante bei Telegram ist ja auch, dass viele der Gruppen sind halt so, dass jeder schreiben kann. Das ist dann wie so eine große Chatgruppe. Aber die ganz großen Gruppen sind ja einseitig. Also da schreibt dann nur der Verfasser oder so ein kleines Team von Verfassern. Und das ist dann für viele auch so ein Ersatz wie die klassischen Medien. Ne? Es gibt dann halt dieses Sender- und Empfängermodell. Also jemand setzt denen dann quasi so die Nachrichten vor, die Termine vor oder was die halt zu glauben haben. Und das hat dann für viele schon halt so einen Nachrichtencharakter. Ne? Anstatt Tageszeitung nimmt man dann halt irgendwie den Telegram-Kanal, den man ganz gut findet. Und was für Nachrichten werden da verkündet? Ja, kommt drauf an. Also, was man sucht. Also, für jeden was dabei. So. Ja, man findet vieles, ja. Und wenn man sich die Gruppen auch mal anguckt, sind das nicht irgendwelche kleinen Nischengruppen. Also auch gerade was QAnon angeht, sind die Gruppen, haben zum Teil, es gibt die Q-Patrioten, die haben über 20.000 Mitglieder, also in ihrer Gruppe.
mehrere tausend Follower in anderen Gruppen gibt es auch. Und da sieht man, okay, da ist so ein Paralleluniversum, was sich auf Telegram informiert, unterhält, zusammenfindet und eigentlich existieren kann, ohne irgendwelche Überschneidungen mit der normalen Gesellschaft zu haben, was Informationen und Ähnliches angeht. Also das ist schon faszinierend. Mhm. Dir ist es ja mal gelungen, einen QAnon-Anhänger zu Hause zu besuchen. Und ich glaube, der hat dir auch aus diesen Gruppen was präsentiert. Wie hast du das überhaupt geschafft? Also hast du den auf einer Demo kennengelernt? Nee, ich habe, also Teil von QAnon ist ja auch, dass es ein sehr missionarischer Glaube ist. Und dass man nach außen hin auch stolz präsentiert, zu QAnon dazuzugehören, zumindest für ein paar. Und ich habe 100 Profile auf Facebook oder so angeschrieben, die alle QAnon im Namen hatten, also deutsche Profile. Und dachte auch, okay, da wird nichts zurückkommen. Und tatsächlich haben 3 geantwortet, glaube ich. 2 davon sind dann abgesprungen. Mit ihm habe ich telefoniert. Das war ein 27-jähriger Handwerker aus Baden-Württemberg. Und der hat dann irgendwann gesagt, okay, kommt mal vorbei. Und war aber nicht unbedingt direkt, also er hat nicht gesagt, ja klar, Interview, kein Problem, sondern er meinte, okay, kommt mal vorbei. Weil eben auch ein Interesse, glaube ich, bei denen besteht, einen aufzuwecken. Also wir sind dann dahin gefahren, wir haben nochmal 3 Stunden mit ihm geredet, er wollte eigentlich nicht bis zuletzt. Und dann habe ich ihm angeboten, okay, wir können dich so filmen, dass man dich nicht erkennt. Im Fernseher oder bei verschiedenen anderen Berichterstattungen kriegst du schon eine Meinung, fertig, eine Meinung hier, fertig, selber. Das ist die Meinung, die wird dir reingetrichtert. Bei Q, da werden Fragen gestellt. Er sagt zu dir, stell dir diese Frage und schau selber im Internet nach. Sein Vater saß da auch die ganze Zeit daneben, war sehr wachsam. Man muss dazu sagen, das war ein ganz normales, also auch sehr, sehr nette Familie, Einfamilienhaus. Auf dem Land? Auf dem Land, genau. Mhm. Gepflegter Rasen, alles wunderschön. Die Mutter hat irgendwie Kuchen gebacken, was auch. Und dann merkst du aber so langsam, wenn du dich mit denen unterhältst, dass insbesondere Vater und Sohn ein sehr klares und auch von Verschwörungstheorien durchtränktes Weltbild haben. Die Eltern sind Russlanddeutsche und der Vater war die ganze Zeit eigentlich auch wie so ein, ja, Wachhund will ich nicht sagen, aber er hat das Ganze überwacht und kontrolliert, war auch der, der am kritischsten war. Und der Sohn hat dann aber trotzdem irgendwann zugestimmt, weil eben auch ein bisschen so dieser Gedanke dahinter war. Er hat zu mir gemeint, ja, vielleicht kann ich dich ja aufwecken. Du schlafscharf. Ja, ich schlafscharf. Ja, ich glaube, es ist ihm nicht gelungen. Er war ja auf einer falschen Mission, vermute nicht. Aber er hat dir ja was gezeigt. Er hat dir eine Szene gezeigt, also quasi ein Beweis dafür, dass es QAnon schon lange gibt. Was war das für eine Szene? Das ist ein Grab, ne? Genau, er hat mehrere Dinge gezeigt. Ja. Man hat dann auch im Hintergrund immer den Vater nervöser rumnesteln hören, weil er wirklich, glaube ich, dachte, der Sohn geht da zu weit. Grundsätzlich sieht man ja in den Politikern, in den Eliten eine satanische Verschwörung und Verbindung. Aber es gibt eben die Heilspersonen oder die Propheten, die quasi eine große Rolle spielen in der Bewegung. Das ist einmal Trump, das ist aber auch John F. Kennedy. Und er zeigte mir dann, bevor der Vater dann alles abgebrochen hat, weil es ihm zu unangenehm wurde, das Grab von John F. Kennedy. Wo er dann meinte, ganz klar ist hier zu sehen Q und er ist der Beginn von allem. Und das ist ja ganz klar, wenn das Grab wie ein Q gemacht ist, dass er zu der Bewegung gehört. Das ist das Grab mal vom Präsidenten John F. Kennedy. Wenn du auf Google Maps guckst, sieht man ganz klar, dass es ein Q ist. Und das heißt? Dass er auf jeden Fall, dass er zur Bewegung gehört. Könnte ja aber auch Zufall sein, ne? Ja, aber wäre ein krasser Zufall. Was kann ich noch zeigen? Ich glaube, wir sollten abbrechen. Der ist aber schon lange tot. Der ist schon lange tot. Also wie passt das zusammen mit der Erzählung, quasi mit der Gründung mit Q? Und gab es das dann schon vorher? Gibt es da überhaupt eine historische Erklärung für? Oder ist das, sagen wir mal, kann sich da jeder so seinen Teil zurechtdenken? Es wurde im Nachhinein dann so ein bisschen konstruiert, dass quasi diese geheimen Kräfte, zu denen auch Q gehört, dass die im Hintergrund schon lange diesen Umsturz des Deep States geplant hätten.
und Donald Trump ihr Kandidat war, den sie dafür ausgewählt hatten. Also dass dieser Krieg zwischen Gut und Böse, der im Staat stattfinden würde, schon lange tobt. Und quasi Donald Trump dann, weil er dieser Außenseiter war, die er dann die entscheidende Person ist, die das Ganze irgendwie befreit. Ich glaube, bei diesem Grabbild ist halt auch das Ding, ich glaube, der Erfolg von QN ist halt auch, dass es halt so eine Mitmachverschwörungstheorie ist. Es gibt immer super viel Impulse, sich halt auch selber zu beteiligen und selber Zeichen zu suchen. Und ich weiß jetzt nicht, auf welcher Mission der Handwerker dann war, aber vielleicht hat er irgendwie mal gehört, guckt euch mal dieses Bild an. Und dann, wenn man dann natürlich weiterguckt und weiterfragt, und dann entwickelt das natürlich irgendwie schon so eine Eigendynamik. Es müsste eigentlich eine Revolution geben, anders geht's nicht. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in den nächsten paar Jahren. Weil wenn keine Revolution und weiter das System so läuft, diese Demokratie, wo wir leben, werden wir weiter so versklavt. Das sieht man ja auch, ich meine, das Absurde ist ja auch hier bei Melania Trump, dem Kleid. Also zum Beispiel, das wird bei vielen auf Facebook irgendwie auch als Bild gepostet, dass man hier eben in diesem Kleid, keine Ahnung von welchem Designer, ist für QAnon-Anhänger ganz klar eine Unterstützungsbotschaft. Wir sind auch Teil von QAnon, was ja eben auch bei Trump, bei dieser Pressekonferenz, wo er das Q angeblich zeichnet und sagt, da wird ein großer Sturm sein, so wird das eben auch als Symbol gesehen, aha, die ist auf unserer Seite und das ist eine Botschaft an uns. Die Frage ist ja, ob sie das mit Absicht gemacht haben oder nicht. Das liegt nahe in gewisser Weise, aber Also wir sehen ganz klar, dass Donald Trump sehr viel QAnon-Inhalte auf Twitter verbreitet hat von QAnon-Accounts, oder wie wir eben auch sehen hier, das WWG1, WWGA. Mhm. Also er war jetzt nicht schüchtern, damit umzugehen. Er hat da durchaus eine Verbindung gezeigt. Er wurde ja auch mal darauf angesprochen. Er sagt immer, ja, weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung, wenn die Fans von mir sind, ist doch gut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch alles, wie er sich damit beschäftigt hat. Das sind Leute, die mich gut finden. So ein großes Verständnis des Ganzen hat er nicht. Aber ich glaube, dieses mit diesen Codes und Symbolen und dieser Mitmachcharakter zeigt aber auch ganz stark, dass es sich hier eben um ein verschwörungsideologisches Weltbild handelt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie denkt, wir waren nicht auf dem Mond oder um so eine einzelne Geschichte, sondern für diese Menschen ist wirklich ihr ganzes Leben durchzogen von dieser Brille der Verschwörung. Und überall gibt es geheime Zeichen und alles ist sehr offensichtlich. Und es ist eben nicht nur so ein leichter Glaube an irgendwie so eine komische Sache, sondern es ist wirklich eine komplette Weltanschauung, die durch alles, was sie erleben, geprägt wird. Welche Rolle hat denn die Stürmung des Kapitols in den USA gespielt? Also da waren ja jede Menge QAnons mit dabei, aber was hatte das für Folgen auch hinterher? Hat das sozusagen den QAnon diesen Wahnsinn verbreitet oder nicht? Oder wer war da alles dabei? Konnte man das dem direkt zuordnen? QAnon war sehr zentral dabei, diese Erzählung zu verbreiten einer angeblich gestohlenen Wahl. Wie QAnon das immer, die Community das macht, spinnen sie ganz viele unterschiedliche Theorien, wie irgendwas abgelaufen ist, und erfinden ganz viele Dinge. Und einfach als auch Verstärker dieser Sachen, die Trump geäußert hat, waren sie ein zentraler Faktor. Mhm. Und gerade diese Erzählungen haben ja dazu geführt, dass sehr viele unterschiedliche Menschen dann am Ende zusammengekommen sind auf diesen Sturm. Wir hatten QAnon-Gläubige, wir hatten aber auch organisierte Neonazis, unterschiedliche Rechtsextreme, manche Leute, die einfach nur Trump-Anhänger waren, also sind ja viele unterschiedliche zusammengekommen. Ich glaube, der Sturm hat erstmal für QAnon, der Sturm auf das Kapitol, also der Sturm, von dem sie eigentlich irgendwie sprechen, erstmal sehr viel Negatives hervorgerufen. Sie wurden nochmal klar von Social Media anders behandelt, von den Plattformen, auf denen sie unterwegs waren. Und es ist als Marke nicht so gut gewesen, damit assoziiert zu sein. Es gab sehr viele rechtliche Verfolgungen danach. Und es wurde schon ein bisschen auch als Niederlage von vielen gesehen, was da passiert ist. Weil man hat ja nichts erreicht. Man hat sich irgendwie groß aufgespielt, aber passiert ist ja nicht wirklich etwas. Aber es könnte ja auch eine Märtyrerrolle quasi für die Bewegung geben, ne? Die eine Anhängerin, die von der Polizei dort, als sie diese Tür durchbrechen wollte, erschossen wurde, wurde auch von vielen als Märtyrerin gefeiert. Aber langfristig sehen wir, dass die rechtsextremen Szene in den USA natürlich sich als Opfer stilisiert, dass sie sagen, sie sind jetzt die neuen Verfolgten, und wie damals irgendwie andere politische Verfolgung stattgefunden hat, sind sie jetzt, alle, die an diesem Protest teilgenommen hatten, werden jetzt politisch verfolgt, und wir werden jetzt in Gefängnissen zu unmöglichen Bedingungen gesteckt.
was natürlich alles so nicht stattfindet. Aber natürlich wird auch aus dieser Situation irgendwie eine Opfererzählung gebastelt. Also in Amerika ist es natürlich noch viel krasser verbreitet. Da glauben halt 16% der Amerikaner an diese komplette Theorie von QAnon. Und ein Viertel der Leute, die sich dem republikanischen Spektrum zuordnen. Also das ist natürlich auch so ein Nährboden, wo dann auch in Zukunft in der amerikanischen Gesellschaft halt immer wieder so Dynamiken passieren können, wo es dann halt zu Gewalt kommen kann. Und anderen Taten, die wir da zum Beispiel gesehen haben im Sturm aufs Kapitol. Ist denn QAnon auch in Deutschland in der Politik angekommen? Also wir haben damals in der Recherche herausgefunden, dass es in der Nähe von Leipzig gibt es einen Kreisverband von der AfD und auf deren Facebook-Seite wurden halt auch QAnon-Inhalte geteilt. Und der Landtagsabgeordnete aus diesem Kreisverband, das ist der Herr Dornau. Der Dornau ist da oben in der Mitte zu sehen. Und der Herr Dornau hatte dann glücklicherweise in unserem Recherchezeitraum gab es auch eine Bürgersprechstunde auf dem Marktplatz. Und da haben wir ihn halt mal darauf angesprochen, was denn da bei ihm los ist. Sie müssten da ja eigentlich auch mal was zu sagen, was bei Ihrem Kreisverband auf der Internetseite steht. Wollen Sie den Volksantrag unterstützen? Nee, heute nicht. Heute nicht. Ja, tut mir leid, dann haben wir hier zu tun. Diese QAnon-Inhalte auf der Facebook-Seite Ihres Kreisverbandes. Jörg, was sagen Sie denn dazu? Genügend Auskunft gegeben, brauchst du nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Verschwörungstheorien auch in der Vergangenheit gab. Ich weiß ja nicht, wie lange es diesen Begriff schon gibt. Dass es vielleicht früher schon mal eine sogenannte, wie Sie das nennen, Verschwörungstheorie gab, die dann irgendwann mal sich bewahrheitet hat. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas mal gegeben hat. Aha. Und was ist mit dieser Theorie, mit QAnon? Weiß ich nicht, ob sich das mal bewahrheitet. Ne? Das wird sich halt irgendwann mal zeigen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Politiker, der ja eigentlich gut geerdet sein muss, daran glaubt, dass irgendwelche Eliten das Blut von Kindern trinken. Das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an Vampire. Woher kommt diese Idee eigentlich? Das Ding ist, dass es uralt ist. Und das Spannende ist ja auch an QAnon, dass es eigentlich eine Theorie ist, die aus dem Mittelalter stammt, aber quasi mit hippen Begriffen verjüngt wurde. Adrenochrom, Deep State irgendwie. Diese ganzen Begriffe sind zurückzuführen auf eine Sache, die im Mittelalter schon kolportiert wurde, die gegen Juden und auch gegen Frauen gehetzt hat, und zwar Juden und Hexen. Es ging da um den Hexensabbat und um eine Salbe, die angeblich ewig jung machen sollte. Was sehr daran erinnert, was heute QAnon erzählt. Und ich habe da auch mit dem Antisemitismusbeauftragten Herrn Blume in Baden-Württemberg drüber gesprochen, der das eben auch ganz ähnlich sieht. Der berühmteste QAnon-Verschwörungsmythos ist ja Adrenochrom. Also die Behauptung, dass Juden und Frauen wie Hillary Clinton und Angela Merkel würden in unterirdischen Verliesen Kinder halten und aus denen Adrenochrom gewinnen, um ewig jung zu bleiben beispielsweise. Das klingt nicht nur irre, das ist es natürlich auch. Es stammt nämlich aus dem 15. Jahrhundert. Damals hieß es Hexensalbe. Gleiche Region, wo heute Xavier Naidoo in seine Handykamera weint, ist damals hier der Hexenhammer erschienen. Damals wurde behauptet, Juden und Frauen begehen gemeinsam den Hexensabbat. Also da wird Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus kombiniert zum Hexensabbat. Sie töten christliche Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her, um fliegen zu können. Es ist der identische Mythos aus dem 15. Jahrhundert, damals mit dem Buchdruck hat er sich verbreitet. Und der kommt heute mit dem Internet wieder als Adrenochrom-Verschwörungsmythos. Also ich muss Ihnen leider sagen, diese Leute sind nicht mal kreativ. Es sind immer wieder die gleichen Verschwörungsmythen. Die werden mit ein paar neuen Begriffen aufpoliert, ein bisschen digital radikalisiert und immer wieder neu rausgehauen. Aber wirklich inhaltlich neu ist dabei meistens gar nichts. Mögt ihr vielleicht mal ein bisschen was aus Telegram zitieren, was man da so findet? Also was einem so besonders ins Auge, was euch besonders beeindruckt hat, wo ihr gedacht habt, oh, das habe ich jetzt so noch nicht gehört? Wenn man halt danach sucht, wird man halt sehr schnell fündig, weil diese App, also Telegram ist halt auch super leicht zugänglich. Man kommt super schnell in diese Gruppen, man muss eigentlich nur QN eingeben und findet dann halt die ganzen Gruppen. Und es gibt halt verschiedenste Posts, zum Beispiel hier in einer Gruppe hat jemand gepostet, die Stadt Zürich ist bis zu 15 Stockwerke komplett unterhöhlt, da unten fahren fast mehr Autos als darüber. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber so in dieser, ja, ein bisschen absurd, aber in dieser Geschichte ist es halt oft so, dass dieser Kindesmissbrauch und diese Kindesentführungen finden halt oft in unterirdischen Bunkern statt. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein Verweis darauf. Und es gibt auch eine große Besessenheit
anscheinend Blutlinien zwischen der Familie Rothschild und Adolf Hitler herzustellen. Hier, Hitler ist ein Rothschild und hier wird dann sogar gesagt, dass, Barack Obama der Enkel von Hitler ist. Und das ist bei Angela Merkel. Ich dachte, Angela Merkel ist die Tochter. Der hat aber eine weitreichende Verwandtschaft. Genau, und, aber er lässt es auch einfließen, weil Angela Merkel ist dann die Tante von Barack Obama. Und hier in diesem Post wird halt gesagt, dass das der Grund ist, warum Merkel ihn halt so liebevoll beim letzten Staatsbesuch angeschaut hat. Also da wird dann auch nach Zeichen und so gesucht. Man ist immer versucht zu grinsen darüber, aber es ist natürlich bitter ernst, weil diese Leute offensichtlich auch gefährlich werden können. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, die Gefahr, die von solchen Leuten ausgeht? Also bei QAnon haben wir stark gesehen, dass wir einerseits diese Emotionalisierung haben, eben über Kinder wird Leid getan. Es ist auch immer ein starker Untergangskult, wo der Untergang droht erst quasi morgen und wir brauchen irgendwie die Rettung. Also es gibt einfach ein gewisser Handlungsdruck erzeugt. In den USA gibt es mehrere Mordfälle, die im Zusammenhang mit QAnon stehen, wo QAnon-Gläubige losgezogen sind und dachten eben, sie erfüllen Teil von Qs Plan damit. Es gibt mehrere Entführungen, wo Mütter oder Väter dann einfach ihre Kinder genommen haben und dachten irgendwie, der Deep State will sie ihnen wegnehmen. In Deutschland haben wir gesehen, dass der sogenannte Sturm auf den Reichstag wurde von den Anstoß dazu, war eine QAnon-Anhängerin, die während im USA großer Wahlkampf war, behauptet hätte, Donald Trump wäre jetzt in Deutschland gelandet, um Deutschland zu befreien. Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermöglich aufgeriebelt. Wir haben es hier auf jeden Fall mit ideologisierten Menschen zu tun, die ein geschlossenes Weltbild haben. Man kann es ein bisschen als Ersatzreligion bezeichnen. Es hat sektenähnliche Züge. Es hat eben diese starke Gemeinschaft. Hat ganz klar, wenn man irgendwie vom Glauben abfällt, wird man verstoßen aus dieser Gemeinschaft. Es gibt diese klare Bekennungsaussagen, es gibt klare Bekennungssymbole. Auch das Missionarische ist ja ein bisschen und man hat diese alternative Realität, in der die Menschen gefangen sind, aus der sie nicht rauskommen. Aber was passiert denn, wenn die Prophezeiungen nicht eintreffen? Das ist vollkommen irrelevant. Das verstehe ich nicht. Also das ist halt, also die Menschen, die in der Richtung unterwegs sind, die sind halt sehr flexibel, ne? Also auch die, man könnte ja sagen, dass Trump die Wahl nicht gewonnen hat, also nicht mehr Präsident ist, dass das halt ein Beweis dafür ist, dass er halt nicht der Erlöser ist. Aber es ist halt das Gegenteil, ne? Also er hat halt verloren, weil der Deep State, weil diese satanischen Eliten ihm halt die Präsidentschaft gestohlen haben und die Wahl gestohlen haben. Und das ist natürlich jetzt auch im Hinblick so auf die nächsten Jahre, das ist natürlich auch eine Gefahr, weil damit kann er natürlich auch, also nicht er persönlich, aber es ist natürlich auch eine Art, wie sich Trump-Anhänger weiter radikalisieren können. Weil sie noch wütender werden, weil die Dinge, auf die sie hoffen, nicht passieren. Ja, weil selbst diese Niederlage bei der Wahl ist dann auch wieder eine Bestätigung. Und damit können diese Leute dann wieder quasi in den Kampf ziehen. Also das finde ich schon relativ gefährlich. Und prinzipiell wissen wir aus der Forschung, dass wenn auch bei Sekten, wenn es so ist, wenn die Prophezeiungen nicht wahr werden, dann führt das zwar, dass ein Teil der Leute damit aufhören, aber ganz oft zeigt das eben, dass Sekten sehr gute Strukturen geschafft haben, wie solche Enttäuschungen aufgefangen werden. Und oft glauben die Leute tatsächlich, die Teil von so Sekten sind, nach gescheiterten Prophezeiungen noch stärker an ihren Propheten, an ihren Glauben. Also diese Geschichte ist natürlich das perfekte Narrativ, sage ich mal, gegen den Mainstream, gegen das Establishment. Und das macht Trump ja auch. Also das finde ich, da ist so die Schnittmenge. Es ist die Zeichnung eines epischen Kampfes von Gut und Böse, wo die eigene Seite die großen Erlöser sind, die das Gute für alle wollen. Und der politische Feind, das sind Satanisten, die in geheimen Ritualen Kinder schlachten. Das nutzt sich natürlich gut zur Mobilisierung. Mhm. Und gerade dieses Missionarische, dieses Mitteilungsbedürfnisse, was die Gläubigen von QAnon haben, ist natürlich super, um Propaganda zu verbreiten. Wir haben das gesehen bei der angeblich gestohlenen Wahl, dass QAnon dort sehr zentral war. Wir haben das auch gesehen, dass QAnon-Anhänger dachten, natürlich auch in Deutschland wäre die letzte Bundestagswahl gestohlen worden, auch wenn es da unklar ist, wer genau was stiehlt. In Deutschland ist das komplizierter, wo es nicht nur zwei Parteien gibt.
Aber das ist ein sehr wertvolles Instrument, um Propaganda zu verbreiten. Genauso wie es jetzt ein sehr wertvolles Instrument für Russland ist, in der aktuellen Auseinandersetzung, dass sie natürlich irgendwie ihre Legitimation, ihre alternativen Wirklichkeiten verbreiten müssen. Und das genau macht QAnon jetzt. Also eigentlich ist es ein Machtmittel der Eliten, die ja eigentlich... Also das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass es wird als böse dargestellt, dass es eine geheime Verschwörung gibt. Aber die Grundidee von QAnon ist ja, es gibt eine geheime Verschwörung von Q und der guten Eliten, die die Welt retten will. Also es ist wieder auch ein bisschen so Projektion, die da sehr viel mit stattfindet. Was passiert denn mit den Leuten, die diesem Mythos nicht anhängen, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten? Ihr habt das ja schon oft genug zu spüren bekommen. Ich denke nur an die Szene mit dem Mann da oben. Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr in eurer Zeitung verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Genauso wie unsere Bundesregierung. Macht ruhig so weiter, uns freut es. Der Tag kommt. Das Grundgefühl von denen ist eigentlich Angst und Notwehr, was sie irgendwie auch verbindet. Und die Erzählung eben, dass es eine satanische Elite gibt, beinhaltet auch Journalisten. Das heißt, die Journalisten gehören zu dieser satanischen Elite. Und somit, wenn man auf Demos auf Q-Anhänger trifft, ist es eben klar, dass die in einem den Feind sehen und Satan quasi. Oder denjenigen, der mit diesen Eliten unter einer Decke steckt und eben eigentlich, dass das Schlimme ist. Und das geht dann eben so weit, dass dann ganz selbstverständlich und auch selbstbewusst Drohungen ausgesprochen werden mit, ihr werdet schon sehen, dann kommt der Tag und dann werdet ihr hängen. Also es kommen ganz klar Drohungen, die aber von denen aus in einer Art von, ist doch klar, dass ich dir das jetzt sage, dass du umgebracht werden wirst irgendwann, weil ich, Entschuldigung, du bist ja Teil von dieser Elite, die Kinder umbringt oder foltert oder wie auch immer. Und das ist deren Selbstverständnis. Aber der Herr aus dem O-Ton hat es ja, der hat ja diese Idee von QN, dieses große Erwachen, diesen großen Sturm, hat er eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Das eines Tages wird es passieren. So, aber ich glaube, viele klammern dann immer aus, was denn passieren wird. Und da kann es ja durchaus auch bis zum Äußersten gehen. Das, was dann passiert, können ja auch Hetzjagden sein, können Morde sein. Und da ist es dann halt... Das erinnert auch sehr an die Nationalsozialisten, das muss man mal sagen. Nicht in ihrer frühen Phase, in ihrer frühen Machtphase. Ne? Genau, was eben auch so interessant ist, ist eben dieses Narrativ, dass man kein Mensch ist. Also, dass eben beispielsweise Momente kommen, wo man denen, oder was heißt denen, aber wo man irgendwie Leuten, die einen permanent provozieren oder auch bedrohen, sagt, ey, wir sind hier alle Menschen, sich der Parole bedienen, die sie ja auch gerne nutzen, und die einem dann ganz ernst in die Augen gucken oder auch wütend und sagen, ihr seid keine Menschen. Und das ist eben dieses Narrativ, was natürlich dann ein bisschen daran erinnert, okay, sind wir dann Untermenschen, Nichtmenschen, was sind wir? Aber Hexen? Genau. Was im Zweifel ist es auch inzwischen alles. Wenn jetzt die Pandemie hoffentlich demnächst mal zu Ende geht und endemisch wird, wird das irgendeinen Einfluss haben auf die QAnons? Auch wenn viele dachten, dass mit dem Ende der Präsidentschaft von Donald Trump auch die QAnon-Bewegung zu Ende ist, können wir auch in Deutschland sehen, dass die Bewegung noch sehr stark und noch aktiv ist im Digitalen. Also mir fällt da ein Kanal ein, der hat im Januar 2021 angefangen, also nach dem Ende von Donald Trump, und hat innerhalb von einem Jahr 120.000 Menschen gefunden, die ihm auf diesem Kanal folgen. Also es braucht weder Trump, um diese Bewegung am Laufen zu halten. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Bewegung auch weitergeht. Ich glaube, was ein bisschen passiert ist, was wir viel in Bewegungen sehen, dass man vielleicht nicht mehr an die Brand, also an die Marke QAnon glaubt, aber die Erzählungen, das Weltbild, was transportiert ist, sich auch weit darüber hinaus verbreitet hat. Und das sind einfach Ökosysteme an alternativen Wirklichkeiten, die auf Telegram entstanden sind, die danach auf das nächste Thema aufspringen, die grundsätzlich der normalen
Wirklichkeit misstrauen, alles, was von der Presse kommt, trauen sie nicht, sondern nur ihren alternativen Medien, und die in so einer Art fast schon kollektiven Wahn gefangen sind, wo sie sich gegenseitig in... Alternativ klingt immer so nett, also als würde es wirklich eine andere Wahrheit geben irgendwo, finde ich. Also dass wir alle das Wort so übernommen haben, finde ich irgendwie problematisch, weil das suggeriert so ein bisschen, als gäbe es da noch eine andere Wahrheit. Es ist ja eine alternative Wirklichkeit, die sie konstruieren. Also ich finde das schon ganz treffend. Ja, weil alternativ ist so positiv konnotiert. Also wenn wir von Alternativen reden zum Beispiel, dann denken wir an Ökoaktivisten, die gegen den Klimawandel kämpfen. So in die Richtung meine ich das eigentlich eher. Ne? Also deswegen, dieses Wort stößt mir ab und zu auf, dass ich immer denke, das hat Donald Trump ganz gut installiert. Die Alternative Facts, ne? Ja, wobei man ja alternativ inzwischen auch überdenken muss, angesichts der Tatsache, dass viele Alternative auf Demos auch unterwegs sind, die dann doch nicht ganz dieses positive Image von Alternativ haben, was wir vielleicht haben. Ich glaube, was man bei QAnon auch bedenken muss oder allgemein bei diesen Verschwörungserzählungen ist, dass die sich auch sehr verselbstständigen. Also es gab ja auch diesen Moment, wo Trump plötzlich dann doch auch dazu aufgerufen hat, sich doch impfen zu lassen. Mhm. Er es aber nicht schafft, auch wenn er irgendwie in dieser Bewegung als Erlöser irgendwie gilt, dass diese Bewegung sich dann denkt, oh, er sagt das und dann machen wir das, sondern in gewisser Weise kapseln oder ist dann auch irgendwann egal, wer mal irgendwie eine Erlöserfigur oder Position hatte oder wie es heißt, wie es gebrandet ist, sondern das verselbstständigt sich und dann wird eben was Neues gesucht. Und ich glaube, die Gefahr ist gerade auch in dieser endemischen Phase, dass eben die Erzählung geändert wird und möglicherweise sich eben auch Teile weiter radikalisieren, weil sie eben bei einer Prophezeiung quasi nicht eintritt oder weil irgendwas und man dann einen Ersatz finden muss und sich vielleicht eben dann noch auch extremer in Dinge vertieft, die überhaupt gar nichts mehr mit unserer Realität und Wahrheit zu tun haben. Und prinzipiell kann man so die Bewegung, die wir in Deutschland sehen, die 2014 losging mit der sogenannten Montagsmahnwache für den Frieden, danach hatten wir Pegida, dann hatten wir die Pandemie, dass bei Krisen immer diese alternativen Wirklichkeiten, die sich im Digitalen stattfinden, auch auf der Straße zeigen. Aber ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit einem Pilzkörper. Wenn die Krise ist, dann ist quasi die Blütezeit und der Pilz, wir sehen die Pilze, das sind die Demonstrationen. Wenn die Krise vorbei ist, verschwindet der Pilz. Aber der Pilz ist ja eigentlich das Myzel, die unterirdischen Netzwerke. Und das sind die digitalen Netzwerke, die von Mal zu Mal größer werden, besser vernetzt sind und stärker sind. Und auch wenn diese Menschen dann vielleicht nicht mehr auf die Straße gehen und dann vielleicht auch irgendwie andere Dinge tun, als den ganzen Tag sich mit dieser alternativen Wirklichkeit zu beschäftigen, sind sie immer noch in diesen Telegram-Kanälen und immer noch in dieser alternativen Wirklichkeit. Wer einmal glaubt, man lebe in einer Diktatur, es finde ein Krieg statt und irgendwie es gäbe geheime Kräfte, die uns alle ausrotten will, der glaubt nicht mit dem Ende der Pandemie nicht mehr daran. Er glaubt vielleicht nicht, es gibt Q und der hat das alles im Griff. Aber dieses Weltbild, was vermittelt wurde, das kriegt man nicht so leicht aus den Menschen raus. Und das wartet nur auf die nächste Krise, sei es die Klimakrise, die ein sehr starkes Thema ist, an das angebaut werden kann, sei es die aktuelle Ukraine-Krise, die wieder stattfindet. Also das Problem ist nicht gelöst. Ja, das sind keine schönen Aussichten. Ich danke euch, dass ihr unserer Einladung zum Verhör gefolgt seid. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch. Ich beende die Aufnahme.